bitte. Meine Güte, so viel gut aussehende Männer? Tante Agathe! In meinem Alter kann eine Frau darüber sprechen, wenn Männer Eindruck auf sie machen. Was ist das für ein Stamm? Das sind Irokesen. Sind sie unsere Freunde? Eine Giftschlange kann man nicht Freund nennen, nur weil sie im Augenblick niemand beißt. Jonathan hat gesagt, hier ist alles friedlich. Jonathan ist Künstler und beurteilt alle Dinge anders als gewöhnliche Sterbliche. Schlangen bleiben Schlangen. Ob sie uns Unannehmlichkeiten machen werden? Es lässt sich nicht voraussagen, was die vorhaben. Eine übermütige Bande ist das. Besonders die Tuscaroras, die aus dem Süden sind, führen immer etwas im Schilde. Sie haben vorhin gesagt, dass es Irokesen sind. Es sind auch welche, Miss Lydia. Die Franzosen haben die Stämme der Mohawks, Oneidas, Onanduras, Senecas, Cayugas und Tuscaroras zusammengeschlossen und haben ihnen den Namen Irokesen gegeben. Die mit den geschorenen Köpfen sind die Mohawks, die Langhaarigen sind die Tuscaroras. Die Mohawks sind besonders angriffslustig. Es ist bis jetzt noch keinem gelungen, sie zu unterwerfen, nicht mal uns Briten. Wann sind wir endlich in Fort Eldon? Wenn alles gut geht, etwa um Mittag. Das ist Fort Eldon. Oh. Sehe ich hübsch aus, Tante Agathe? Wie eine junge Dame, die ihren Verlobten besucht. Auf Sie mache ich wohl gar keinen Eindruck. Eine Frau mit Kriegsbemalung ist für uns Männer gefährlicher als ein Mohawk. Wir sind froh, wenn unsere Männer den Skalp möglichst lange behalten. Der Wagen soll bei der Waffenkammer halten. Ein Posten bewacht ihn, bis er entladen ist. Zu Befehl. Hier entlang. Eine wertvolle Ladung? Gewehre und Pulver. Und etwas noch Wertvolleres. Vielen Dank. Das hübsche Mädchen wird scharf beaufsichtigt. Die Anstandsdame braucht sicher Hilfe. Entschuldigen Sie. Darf ich mich vorstellen, meine Damen? Ich bin Captain Langley, der Kommandant von Fort Eldon. Sehr erfreut. Meine Nichte Lydia Stanhope. Ich heiße Agathe Stanhope. Wir sind hergekommen, um den Maler Jonathan Adams zu besuchen. Kennen Sie Mr. Adams? Ja, Madame. Wo können wir ihn finden? Sie begehen keine Indiskretion, wenn Sie uns das sagen. Lydia wird ihn heiraten. Erwartet er Sie? Wir wollen ihn nämlich beide überraschen. Sie wollen? Wissen Sie, wo er sich aufhält? Einen Augenblick, bitte. Clem? Clem Jones, kommen Sie bitte her. Was soll ich, Captain? Clem, diese Damen wollen zu Jonathan Adams. Es gibt viele Damen, die gern zu dem wollen. Clem, Clem. Miss Lydia Stanhope ist mit Jonathan verlobt. So? Ist das zu fassen? Was für eine Überraschung. Mr. Jones, wir beabsichtigen nicht, mit Ihnen eine Unterhaltung über unsere Privatangelegenheiten zu führen, sondern wollen nur wissen, wo sich Mr. Jonathan Adams zurzeit aufhält. Merken Sie sich das. Entschuldigen Sie bitte. Captain Langley. Clem, wo steckt Adams? Außerhalb des Forts. Etwa bei den gefährlichen Indianern? Die sind nicht gefährlich, Madame. Augenblicklich sind sie unsere Freunde. Ich hoffe, Sie haben sich keiner groben Pflichtverletzung schuldig gemacht. Er befindet sich sicher unter militärischem Schutz da draußen. Er ist nicht allein. Eine Kuh und meine Tochter Greta sind bei ihm. Jonathan? Ja? Ich mag nicht mehr stillstehen. Oh, entschuldige bitte, Greta. Ruh dich aus. Ich bin sehr hübsch. So, und die Kuh? Ist eine Kuh. Worüber lachst du?
Ich muss immer mitlachen, wenn jemand lacht. Ich bin gern lustig. Aha. Und wenn jemand weint? Dann weine ich. Weinen macht einer Frau genauso viel Spaß wie das Lachen. Das tut gut. Das weiß ich. Meinen Vater massiere ich auch immer. Du weißt wirklich, wie man einen Mann behandelt. Das liegt eben in meiner Natur. Und wenn dich jemand küsst? Dann küsse ich wieder. Eine beneidenswerte Lebensauffassung. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Willst du mich heiraten, Greta? Nett, dass du mich heiraten willst, aber überleg dir das lieber nochmal. Ich bin zu dumm für dich. Der Himmel soll mich vor einer klugen Frau beschützen. Aber sie kann dir helfen. In 10 Jahren bin ich genauso dick wie mein Vater. Ich werde die Frau eines Farmers, der so dumm ist wie ich, habe viele Kinder und lebe glücklich bis an mein Ende. Es gibt selten eine Frau, die so vernünftig ist wie du. Dafür bin ich zu oft verliebt. Finde ich den Häuptling Kovan. Maulwürfe schweigen, nur Männer reden. Die Krähe schreit nur auf dem höchsten Ast, auf der Erde fehlt dir der Mut dazu. Wirst du mir jetzt antworten? Erst will ich wissen, was das Bleichgesicht von ihm will. Seit wann erlaubt Häuptling Kovanen einem Knaben zu entscheiden, wer ihn sprechen darf und wer nicht? Deine Zunge ist zu spitz. Du schneidest sie mir nicht ab. Ich bin ein Freund deines Stammes und stehe unter seinem Schutz. Ich bin Keoga, Sohn des Häuptlings Kovanen. Was soll ich meinem Vater sagen? Sag deinem Vater, dass ich hier bin, um ihn zu warnen. Wovor? Neue Siedler und neue Waffen sind eingetroffen. Das Bleichgesicht Butler ist da. Er will dich vor neuen Siedlern und Waffen warnen. Seid gegrüßt, Häuptling. Mein Sohn sagt, du willst mich vor etwas warnen? Zahlen reden deutlicher als Worte. Heute sind 61 Siedler und eine Wagenladung Gewehre und Pulver im Fort angekommen. Das ist kein Grund, mich zu warnen. Die Neusiedler werden sich das Land der Mohawks aneignen und es umpflügen. Hier gibt es genug Land. Gegen wen werden sich die neuen Gewehre richten? Die Mohawks werden jeden Gegner durch Stärke zum Frieden zwingen. Es wird erzählt, dass noch mehr Soldaten ins Vorkommen. Ein Adler fürchtet sich nicht vor dem Maulwurf. Genau das hat mein Vater auch immer gesagt. Jetzt ist der Tod. Und die Bleichgesichter haben uns Tuscaroras von unseren Jagdgründen vertrieben. Wie Bettler kamen wir zu den Mohawks, baten um eine Handvoll Korn und ein Fleckchen Erde, um darauf auszuruhen. Hat dein Vater das Kriegsbeil ausgegraben? Die Bleichgesichter haben uns nicht überfallen. Wie Ameisen haben sie sich in unsere Jagdgründe und Felder eingenistet. Uns blieb nichts weiter übrig, als zu verrecken. Und jetzt machen sie es hier genauso, wie damals bei uns. Der große Manitou hat den Irokesen den Baum des Friedens gepflanzt. Und uns gelehrt, auf den Adler zu hören, der weiter sieht als wir. Der große Manitou hat uns befohlen, in jeder Not und Gefahr treu zu unserem roten Bruder zu halten. Dann kann uns niemand überwinden. Der weiße Mann kann uns nur schaden, wenn wir die alten Gesetze vergessen. Denn dann töten wir uns selbst.
Wir haben keinen Grund, den Frieden zu brechen. Warum sollen wir dein Volk bekämpfen? Die Siedler gehören nicht zu meinem Volk. Dein Vater war mal ein tapferer Krieger. Er ist alt geworden. Der Mut hat ihn verlassen. Ich begreife ihn nicht mehr. Wollen wir den Bleichgesichtern die Gewehre wegnehmen? Dann können sie nicht mehr auf uns schießen. Onida! Wir rauben den Weißen die Gewehre. Wenn sie euch dabei fassen, erschießen sie euch. Ein Mohawk ist immer bereit, für seine Heimat zu sterben. Denke an uns Tuscaroras. Die alten Krieger beschimpften uns als Hitzköpfe und besänftigten uns so lange, bis es sogar zum Sterben zu spät war. Wir können die Gewehre gut brauchen. Was wird unser Vater dazu sagen? Ich folge unserem Vater aufs Wort, wenn ich die Gewehre hole. Mein Vater hat eben erst behauptet, die Mohawks werden jeden Gegner durch Stärke zum Frieden zwingen. Was ist daran so komisch? Hm? Die fetteste Frau im Fort kauft sich das Ding. Sie kann es bestimmt nicht tragen. Aber wenn sie sich einbildet, es hätte ihre Größe, ist sie glücklich. Wann wird das Tor geschlossen? Nach Sonnenuntergang. Jetzt geht sie unter. Kann noch jemand ins Fort, nachdem das Tor zugesperrt ist? Nein. Vor Sonnenaufgang ist das ausgeschlossen. Machen Sie sich wegen Ihrer Tochter keine Sorgen? Ach, die kommt immer erst bei Toreschluss nach Hause. Unglaublich. Halt! Die Sonne geht unter. Alle Indianer müssen das Fort verlassen. Ich weiß, aber ich habe meine Decke da drüben liegen lassen und ich möchte sie mir holen. Na gut, beeil dich. Schließ das Tor. Da kommt ein Wagen. Aufmachen. Meine Kuh dankt euch. Mr. Adams, ich habe es satt, ihretwegen jeden Abend mit dem Tor schließen warten zu müssen. Seien Sie nicht so streng, Captain. Die Kuh vergisst alles um sich her, wenn ich sie male. Schließ das Tor. Der arme Lächle, ich glaube, ich habe ihn. Lydia! Halt mal. Lydia! Auf welcher Wolke bist du denn hergesegelt? Ich habe sie auf meinem Besenstiel mitgenommen. Tante Agathe, witzig wie immer. Der liebe Jonathan hängt sich sogar in dieser Wildnis an alle Weiberröcke. Greta ist selbstverständlich nur mein Modell. Aber du bist im Auftrag der Massachusetts-Gesellschaft hierher gereist, um 20 Landschaften zu malen. Auf jedem meiner Bilder ist mindestens ein Baum im Hintergrund. Aha. Ich möchte die Bilder gern sehen. Selbstverständlich. Aber zuerst will ich euch unterbringen. Und dann erzählt ihr mir von euch, von Boston, der Familie, den Freunden. Erst zeig uns bitte deine Bilder. Wie du willst. Kommst du mit? Ich habe kein großes Interesse an deinen Bildern, Jonathan. Mich interessiert dein Charakter mehr. An meiner Arbeit erkennst du ihn. Ich wäre froh, wenn du dich einer vernünftigeren Arbeit als der Malerei zuwenden würdest. Für mich ist Malen ein Beruf. Du bist anscheinend nur so weit gereist, um mir immer wieder dasselbe zu sagen. Jonathan, ich möchte mir zu gern deine neuen Bilder ansehen. Wir bleiben nicht lange weg, Tante Agathe. Kilometerweit fahre ich täglich in diesem Wagen und habe nicht mal Zeit, tief Luft zu holen. Was hatten wir eigentlich vor? Du wolltest mir deine Bilder zeigen. Ach ja, darf ich bitten. Greta, pass gut auf den Wagen auf. Sie sind Jonathans Modell. Ja. Er arbeitet fleißig, Madame. Und schafft sehr viel. Kommen Sie,
Ich zeig Ihnen was. Das finde ich sehr unschicklich. Warum? Ich bin ja hübsch. Sie sind mit Ihren Reizen etwas zu großzügig. Man müsste noch mal 60 sein. Kommt, der Spätherbst hat auch noch schöne Tage. Originell. Jonathan, wie kannst du nur in diesem Loch hausen? Ich bin fast nie da. Hier schlafe ich nur. Wenn das Wetter gut ist, male ich draußen. Du wolltest schon vor 2 Monaten zurückkommen. Na, hier verliert man jedes Zeitgefühl. Es gibt nur die 4 Jahreszeiten, Ostern und Weihnachten. Die einzelnen Tage zu zählen, vergisst man völlig. Ich habe eine Bitte. Hm? Komm mit nach Haus, bevor der Winter anfängt. Um meine politische Karriere zu beginnen? Nein, nein. Ich bin nun mal Maler und kein Politiker. Verlang das nicht von mir. Du redest wie ein unvernünftiges Kind. Darum brauchst du jemanden, der auf dich achtet. Du bist eine bewundernswerte Frau. Du hast diese anstrengende Reise anscheinend nur gemacht, um mir wieder... Weil ich dich liebe. Und wie soll das nun weitergehen? Wir heiraten beide. Eine ausgezeichnete Idee. Ja, wir haben eine schöne Wohnung in Boston. Du malst alle Berühmtheiten in der Stadt. Du redest wie Tante Agathe. Wie kannst du sowas sagen? Verzeih mir bitte. Ich habe Hunger. Jetzt denkst du ans Essen, wo es um eine Lebensfrage geht. Ist es nicht zu begreifen, liebe Lydia, dass ich bei deinem Anblick an etwas Appetitliches denken muss? Wie soll ich das verstehen, Jonathan? Am besten gar nicht, denn es wäre unschicklich, das zu verstehen. Und eine Dame, die nicht weiß, was sich schickt, ist leider keine. Sagen wir lieber, ein satter Mann ist leichter zu behandeln. Vielleicht war der Kuss nicht schicklich, trotzdem war er aber von einer Dame. Lydia. Hübsch als Glockengeläut. Zur Warnung für alle sittsamen jungen Leute wäre Glockengeläut mir zu empfehlen. Sie haben völlig recht, Madame. Ich bin unverheiratet. Jedes Mal, wenn mich ein Mann fragt, ob ich ihn heiraten will, benimmt er sich so blödsinnig, dass ich dabei einen Lachkrampf bekomme. Danke. Ah,
da bist du ja, Lydia. Mr. Butler. Guten Tag. Captain Langley kennst du bereits. Mhm. Und die beiden Herren kennen sich ja wohl auch schon. Ja, wir leben hier auf so engem Raum, dass es sich leider nicht vermeiden lässt. Hat Jonathan etwas Interessantes gemalt? Doch, ein paar bemerkenswerte Interieurs. Mr. Adams hat bisher keine Zeit gefunden, uns seine Arbeiten zu zeigen. Interessieren Sie meine Bilder? Alles, was hier im Mohawk-Tal passiert, interessiert mich. Leben Sie schon lange hier, Mr. Butler? Ich bin hier geboren, Miss Stenhope. Meine Familie lebte hier jahrzehntelang allein, bevor die anderen Siedler kamen. Es war so, als wäre das Tal unser Privatbesitz. Aber waren die Indianer nicht vor Ihnen hier? Indianer sind Wilde, die genauso wenig Rechte haben wie Tiere. Darum haben die Spanier sie auch zu Sklaven gemacht. Ich glaube, das wird uns bei den Irokesen nicht glücken. Dann sollte man sie töten, bevor sie das mit uns tun. Aber ihr hört ja niemand auf mich, Miss Stenhope. Jeder pflügt nur sein Feld und ahnt nicht, dass er damit zugleich sein Grab gräbt. Erst kamen die Siedler, dann kamen die Missionare, dann die Soldaten und jetzt kommen auch noch die Maler. Alle zwängen dieses schöne Tal mit ihren Zäunen wie zwischen Fassreifen. Und mit der Freiheit ist es zu Ende. Diese Narren. Was für ein furchtbarer Mensch. Ich möchte wissen, wen dieser Kerl mehr hasst. Die Siedler oder die Indianer? Ich habe das Gefühl, dass der arme Butler nicht ganz normal ist. Außerdem hat er mit den Indianern Unrecht. Wenn wir sie zufrieden lassen, geben sie auch Ruhe. Nicht raus und hilfst mit. Die werden ohne mich fertig. Aufhören! Hört mit der Knallerei auf, ihr bringt euch nur gegenseitig um. Ich nehme an, dass alle weg sind. Trotzdem werden wir das Fort gründlich durchsuchen. Wie sind die Burschen hier reingekommen? Feine Soldaten seid ihr. Das müssen wir rauskriegen. Wir suchen mit. Setzt euch wieder, es ist ja alles vorbei. Jetzt essen? Nach dem Schreck? Und vielleicht ist es besser, wenn du schlafen gehst. Bei dem Krach und der Aufregung kann ich nicht schlafen. Ach, bis du im Bett bist, ist alles wieder ruhig. Ich bin schrecklich müde, Tante Agathe. Erst soll jemand nachsehen, ob keine Indianer in unserem Schlafzimmer sind, die uns skalpieren. Ich komme mit. Sind hier Indianer versteckt? Quatschkopf. Du hast eine anstrengende Reise hinter dir. Schlaf morgen aus. Was hast du morgen vor? Arbeiten. Mit dieser Greta? Natürlich, Greta und die Kuh kommen mit. Das Bild ist noch nicht fertig. Gute Nacht, Lydia. Ruhe sanft, Tante Agathe. Wir sind hier nicht in Boston, Lydia. Mit dem gekränkten Gesicht wirst du gegen die scharfe Munition seines Modells kaum etwas ausrichten.
Lassen Sie mich frei. Nein. Dann töten Sie mich. Ich liebe Schönheit. Ich liebe schöne Menschen. Ich werde dich malen. Dieser Gesichtsausdruck. Deine Augen leuchten wie Diamanten. Das schaffst du nicht mehr. Versteck dich da. Jetzt rechts. Hier, das ist der Tunnel. Wir haben ihn vor vielen Jahren angelegt, damit wir die Indianer hinterrücks angreifen können, wenn sie das Fort überfallen. Jemand muss den Riegel geöffnet haben. Ich werde den Tunnel sprengen lassen. Haben Sie in den letzten Tagen Indianer hier gehabt? Ich brauchte ein paar Modelle. Hol etwas Pulver. Ach, es war hier so lange friedlich, dass ich an den Tunnel überhaupt nicht mehr gedacht habe. Warum haben die Rothäute das getan? Keine Ahnung. Mörder bleiben Mörder. Das Töten macht ihnen Freude. Wir sollten ihnen bei lebendigem Leib die Haut abziehen, diesen dreckigen, gemeinen, dummen, falschen, rothäutigen Stinktieren. Ihr habt den Rothäuten das Land weggenommen. Für wen sind Sie eigentlich? Für niemand. Ich bin Maler. Sie reden wie ein Indianerfreund, Sie Malermeister. Ich habe keinen Grund, den Indianern feind zu sein. Nachdem das heute passiert ist. Vielleicht ist es unsere Schuld. Wenn Ihnen unsere Meinung nicht passt, dann können Sie ja verschwinden. Nur mit Pinsel und Palette werden Sie bei diesen Hunden wenig ausrichten. Bringen Sie es in den Tunnel. Entschuldigen Sie. Wir verdoppeln die Wachen und suchen weiter. Alles in Ordnung? Ja, danke. Es ist besser, wenn du bis morgen früh hier bleibst. Dann schmuggle ich dich in meinem Wagen aus dem Fort. Warum? Weil mir im Augenblick nichts Besseres einfällt. Sie sind ganz anders als die anderen. Das hat man mir schon oft gesagt. Ich glaube, es liegt nur daran, dass die anderen nicht so wie ich sind. Ja, wie schade. Warum bist du so ängstlich? Mich interessiert nur dein Profil. Ist das bezaubernd? Ich muss dich unbedingt malen. Es tut mir leid, mehr kann ich dir nicht bieten. Gute Nacht. Jonathan holt gerade die Kuh. Ich möchte wissen, warum er sich mit noch einer Kuh abplagt, wenn er sie schon auf dem Bild hat. Kühe sind das übliche Objekt auf allen Landschaften. Ich bin die Überraschung. War, dass die Männer in Boston den Frauen den Mülleimer runtertragen, wenn sie ihnen den Hof machen? Was?
Guten Morgen, Greta. Guten Morgen, Lydia. Guten Morgen, Jonathan. Ach, was für ein herrlicher Tag. Den muss man ausnutzen. Kann ich mitkommen, Jonathan? Ich möchte lieber, dass du hier bleibst, Lydia. Wer weiß, was die Mohawks heute vorhaben. Dann musst du auch hier bleiben. Ach, ich habe meinen überwältigenden Charme, dem niemand widersteht. Greta, du hast mich falsch verstanden. Dich nehme ich auch nicht mit. Ich male heute nur die Kuh. Bis heute Abend. Hm? Und wer sorgt fürs Essen? Ich melke die Kuh. Na, mach das Tor auf. Wer das Fort verlässt, tut das auf eigene Gefahr. Captain Langley übernimmt dafür keine Verantwortung. Das kann er sich meinetwegen sowieso sparen. Macht auf. Vorkommen. Die beiden sind jetzt böse. Das legt sich wieder. Welche ist verliebt in sie? Keine von beiden. Warum hat sie dann jede geküsst? Weil es ihnen Spaß macht. Eine Indianerin küsst nie einen Mann, auch wenn sie es gern möchte. Komm, setz dich neben mich. Brrr. Onida, jetzt werde ich dich küssen. Was gibt es da zu lachen? Weil sie so komisch dabei aussehen. Ihr Mund wird so spitz, als wenn sie in etwas Saures gebissen hätten. Du musst die Augen schließen, wenn du geküsst wirst. Mache ich meine Augen zu, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe? Was hat das damit zu tun? Ein Sonnenuntergang ist ebenso schön wie die Blumen im Frühling oder das Spiegeln des Mondlichts auf dem Wasser. Jeder öffnet die Augen, um das Schöne zu sehen. Und schließt sie nur, wenn etwas hässlich ist. Dann ist Küssen bestimmt hässlich. Deine Beweisführung klingt logisch. Aber sie ist es nicht. Bist du verheiratet, Onida? Nein, noch nicht. Ich bin überzeugt, Viele sind so wenig wie keine. Ich habe Angst. Wen fürchtest du? Den weißen Mann und was er uns tun will. Ich habe die Unterhaltung in ihrem Zimmer mit angehört. Ihre Stimme war nicht voller Hass. Denn sie sind gut. Kommen Sie zu uns. Lernen Sie uns kennen, damit Sie den Weißen berichten können. Wir wollen weiter nichts als in Frieden leben. Darf ich dort malen, was ich will? Verstecken Sie sich. Warum denn? Oh, oh. Warum warst du bei dem Bleichgesicht? Weil du, mein halb erwachsener Bruder, und die tapferen Tuscaroras mich im Stich gelassen haben. Es ging nicht anders. Ich glaube, mit dieser Ausrede hast du bei unserem Vater kein Glück. Sie können jetzt ruhig wieder vorkommen. Das Feuer ist erloschen und der Rauch kriecht wie ein geprügelter Hund über den Boden. Kommen Sie. Was hat mein Vater so viel zu reden? Wenn er über mich sprechen sollte, dann verschwendet er seine Zeit. Ich bin kein Mohawk. Du bist Irokese und mein Vater ist der Häuptling aller Irokesen. Wenn ein junges Feuer so wild auflodert, dass seine Flamme einen Baum zu entzünden droht, muss man es austreten, bevor es den ganzen Wald verbrennt. Man muss nur dafür sorgen, dass es keinen Schaden anrichtet. Ich habe Ihnen verboten, den Frieden zu brechen. Rokavak, der Tuscarora, war der Anstifter. Ein Gast gehorcht den Befehlen des Gastgebers. Die Jugend und Hass schaffen sehr gefährliche Ideen. Er will den Untergang seines Stammes rächen. Wir müssen versuchen, ihn zu verstehen. Au, au, das tut weh. Bleichgesichter sind empfindlich. Weiße Männer sind sehr zart. Beim geringsten Schmerz quieken sie wie ein junges Schwein. Rokavak, du redest wie ein Narr. Wärst du ein Mann, würde ich dich töten. Du bist ein prahlender Dummkopf. Steh auf, Keoga. Mit einem halben Kind willst du kämpfen, Rokavak? Ein tapferer Krieger bist du. Look at me.
Sind Sie verletzt? Du bist ein netter Junge. Aber du musst noch etwas wachsen, bevor du dich mit solchem Riesen einlässt. Ich möchte boxen lernen. Ich zeig's dir gern. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Gastfreundschaft verletzt habe. Junge Menschen erhitzen sich leicht. Ich hoffe, dass Sie beiden verzeihen. Wenn ich in meiner Jugend etwas ausgefressen hatte, habe ich meinen Vater daran erinnert, dass er auch mal jung war. Das hat immer gewirkt. Du siehst, er ist unser Freund, Vater. Ich glaube es dir. Das Bleichgesicht ist am Lagerfeuer der Mohawks immer willkommen. Ich will das Leben der Mohawks malen, Kovanen. Die Bilder zeige ich meinem Volk, damit es euch besser kennenlernt. Wer seinen Mund immer so voll nimmt, frisst eines Tages Dreck. Ist etwas von Mr. Adams Wagen zu sehen, Sergeant? Nein, nicht die Spur. So, dann schließ das Tor. Ist Jonathan schon jemals so lange weggeblieben? Noch niemals, ich bin sehr beunruhigt. Wahrscheinlich haben ihn die Indianer erschlagen. Was für ein grässlicher Mensch. Es ist unerhört, so etwas zu sagen, wenn man es nicht genau weiß. Einen anderen Grund gibt es nicht. Oder haben die Indianer auch hübsche Frauen? Ich verlange, dass Sie sich mit Ihren Leuten sofort auf die Suche nach dem Vermissten machen. Wo sollen wir suchen, Mr. Butler? Zuerst würde ich bei den Mohawks suchen. Das werden Sie nicht erlauben. Dann brennt das Dorf nieder. Wir leben mit den Mohawks nicht im Krieg, Mr. Butler. War das gestern Abend vielleicht ein Teebesuch? Wenn Sie und Ihre Soldaten zu feige sind, mache ich mich mit den Siedlern auf den Weg. Das Tor ist geschlossen, Mr. Butler. Weder Sie noch ein anderer wird heute Nacht das Fort verlassen. Ich glaube, Mr. Adams hat keine Schwierigkeiten mit den Mohawks. Vielleicht hat er seine Kuh verloren und sucht jetzt nach ihr. Was singen Sie, Onida? Das Lied von Degagavide, der den Irokesen Liebe und Glück und den Baum des Friedens geschenkt hat. Dass Indianer lächeln können, weiß ich erst, seit ich bei dir bin. Ein kleiner Vogel wagt nicht zu singen, wenn der Falke über ihm kreist. Was den Frieden betrifft, da kannst du mir ebenso gut erzählen, die Indianer haben Flügel und sind wie Engel. Das sind sie auch. Warum versteht der weiße Mann so wenig von Liebe? Vielleicht umkreist der Falke das Nest des kleinen Vogels, weil er ihn liebt. Der weiße Mann kennt also Liebe. So wie du Frieden und Glück. Dann ist alles gut. Und vom Ontario, im Lande der Huronen, kam die Gagavide, der Vater der Irokesen, und pflanzte den Baum des Friedens. Am Onondaga-See wächst er, bis in den Himmel, hoch aufragen die Zweige. Du musst ihn dir holen. Jetzt müssen Sie ihn rausholen. Thank you.
aber er ist schon tagelang weg und Sie stehen herum, ohne das Geringste zu unternehmen. Er hat gewusst, wie gefährlich es ist, das Fort zu verlassen. Ein Stadtmensch weiß über die Indianer nicht genau Bescheid. Er konnte nicht ahnen, was das bedeutet, Captain. Er musste es wissen, denn er war lange genug hier. Er hat immer geglaubt, dass wir an allem schuld sind. Jetzt hat er sicher begriffen, was hier los ist. Darüber lachen Sie auch noch. Sie lachen, weil Sie erbärmliche Angst davor haben, Jonathan bei den Indianern zu suchen und Ihre Angst nicht eingestehen wollen. Ich denke nicht daran, mich für den Maler herumzuschlagen. Meinetwegen soll er bleiben, wo er ist. Mein Skalp ist mir wichtiger. Wenn ihr die Indianer nicht bestraft, werdet ihr nicht nur euer Skalp, sondern auch euer Leben verlieren. Butler, hören Sie endlich auf, die Leute in einen Krieg zu hetzen. Die Mohawks sind längst auf dem Kriegspfad. Erst dieser rücksichtslose Überfall und jetzt diese Sache. Sie wollen nur wissen, wie weit sie gehen können. Wenn sie feststellen, dass wir uns alles gefallen lassen, kommen sie eines Nachts und bringen uns um. Er hat recht. Dieser Dummkopf. So ein Unsinn. Die Irokesen sind 1000 und wir etwa 200. Wer soll da etwas unternehmen? Uns ist es gleich, was hier geschieht. Wir fahren wieder nach Boston. Das ist sehr vernünftig von Ihnen. Ich fahre nicht ab, bevor ich nicht weiß, was aus Jonathan geworden ist. Ach, dann stirbst du wahrscheinlich als Jungfrau. Wo will Langley hin? Der Kommandeur des Forts will dich sprechen. Er ist willkommen. Ist das der Gruß des Weißen Freundes für Häuptling Kovanen und seine Familie? Ich bitte um Verzeihung, großer Häuptling. Dieser gedankenlose Maler ist seit Tagen verschwunden und wir mussten annehmen, dass er tot ist. Was bleibt mir weiter übrig, als zu lachen, wenn er plötzlich vor mir steht und Familienporträts malt? Das wäre eher ein Grund, böse zu sein. Das kommt jetzt, wenn es mir erlaubt ist. Ich müsste Ihnen das Genick umdrehen für das, was Sie getan haben. Was hat er getan? Mich an den Rand des Wahnsinns gebracht. Die Siedler fürchten sich davor, dass die Irokesen das Kriegsbeil ausgraben. Butler hat sie aufgehetzt und ihnen prophezeit, dass die Rothäute sie umbringen werden. Als Jonathan verschwunden war, hat er behauptet, die Indianer hätten ihn erschlagen und wollte die Siedler dazu überreden, gegen die Mohawks in den Krieg zu ziehen. Jetzt sind sie wie ein aufgestöberter Bienenschwarm. Ich fahre so schnell wie möglich zum Fort zurück, um zu beweisen, dass ich noch am Leben bin. Willst du das wirklich? So schnell das Pferd läuft. Keoga, du fährst mit ihm. Wer Böses im Schilde führt, ist nicht so dumm, seinen Sohn ins Lager des Feindes zu schicken. Diese Geste werden die Siedler besser verstehen als 1000 Worte. Jedes Mal, wenn ich Kovanen und seiner Frau begegne, danke ich Gott für die Weisheit, die er ihnen geschenkt hat. Ein langes Leben. Auch dem Bleichgesicht ein langes Leben. Wann sind Sie ihm vor? Ich werde ein paar Bilder mitnehmen und mir Lebensmittel holen. Darum fahre ich mit dem Wagen. Und die Kuh muss ich auch wieder zurückbringen. Dann warte ich nicht auf Sie. Ich will noch vor Sonnenuntergang zurück sein. Ich bin morgen früh wieder bei dir. Keoga. Ja? Benimm dich bei den Bleichgesichtern anständig. Ja, Mutter. Das verstehe ich nicht. Er wollte abends noch ankommen. Vielleicht ist ihm etwas passiert. Das kann ich mir nicht denken. Im Lager der Mohawks war alles friedlich. Typisch Jonathan. Über seiner Malerei vergisst er alles. Darf ich Ihnen vorschlagen, schlafen zu gehen?
Guten Abend. Es ist besser, wenn Sie nicht so herumschleichen, sonst werden Sie mit einem Indianer verwechselt. Indianer? Warum? Ich denke, die sind so friedlich. Sie selbst haben das behauptet und Sie kennen die Gewohnheiten der Indianer sicher viel besser. Räumen Sie das vor und verlassen Sie das Tal, sonst sind wir in 24 Stunden tot. Sie sind viel zu pessimistisch, Mr. Butler. Sicher werden Sie mal Magengeschwüre bekommen. Wir sind an dem Tag zusammengekommen, den der große Geist uns vorherbestimmt hat. Den letzten Tag unseres Toten, der unser aller Schicksalstag ist. Aus der Erde bist du gekommen. Zur Erde sollst du wieder werden, Keoga. Gebietet dem Strom eurer heißen Tränen, damit ihr wieder friedvoll um euch blicken könnt. Bitterer Schmerz wirkt in euren Kehlen. Vergesst ihn und hört lieber auf die Sprache eures Herzens. Seine Worte lassen euch allen Schmerz vergessen. Erschüttert stehen wir an der Bahre dieses Jünglings. Vernehmt meine Worte, die euch die Zukunft prophezeien. An jedem Tag, der vor uns liegt, bestatten wir unsere tapfersten Männer. Unsere Frauen begraben wir, unsere Söhne und Töchter. Täglich tränken wir die Erde mit unserem Blut. Ich sehe die Geister der verstorbenen Tuscaroras inmitten des Waldes und in ihrer Begleitung die Geister der Mohawks. Es sind eure Seelen. Ihr seid erschossen wie Keoga, erschlagen, von den Bleichgesichtern getötet, brutal ermordet. Aber eure Seelen können bis zum jüngsten Tag keine Ruhe finden, weil eure Begräbnisplätze von den Bleichgesichtern umgepflügt worden sind. Ruhelos ziehen sie übers Land. So wird unser Schicksal aussehen, wie es sich hier an der Stätte des Todes furchtbar offenbart. Aber niemand der Mohawks fordert das Blut von 100 Bleichgesichtern für jeden Tropfen von Keogas Blut. Ihr jammert und heult, weil ihr nicht mehr kämpfen könnt. Ihr seid ja schon tot. Nein, nein, nein! Rockawack der Tuscarora spricht ungestüme Worte und hat vielleicht Grund dazu. Aber weder er noch ich, noch der Schmerz in unserem Herzen, können einen Krieg beschließen. Der große Häuptling will den Frieden, weil er das Herz seines Weibes hat und ein Bleichgesicht seine Tochter verführt hat. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Nicht! Onida, geh ins Zelt. Ein Bleichgesicht hat mir den Sohn genommen. Meine Tochter opfere ich nicht. Ich liebe Onida. Ein weißer Mann weiß nicht, was Liebe ist. Er will nur erobern. Schickt Boten zu allen Stammeshäuptlingen der Irokesen. Ich berufe den großen Kriegsrat ein. Warum hat man meinen Bruder umgebracht? Ich weiß es nicht, Onida. Und ich kann es mir auch nicht erklären. Das Bleichgesicht, das ihn erschossen hat, ist ein Mörder. Er musste wissen, dass das Krieg bedeutet. Wenn der Mond Grimassen schneidet, wäre es nicht unsinniger. Oder wenn sich plötzlich die Sterne wie Bluthunde jagen würden. Aber die Bleichgesichter wollen ja auch wie wild gewordene Bluthunde uns Irokesen vernichten. Was für Menschen sind das, die unser Volk ins Unglück stürzen? Weißt du, wer der Mörder Keogas ist? Dieser Mr. Butler, der meinem Vater von der neuen Waffenlieferung erzählt hat. Butler? Warum denn? Um meinen Vater zum Krieg gegen die Siedler aufzuhetzen. Jonathan, du musst fort, bevor es zu spät ist. Wenn sich die Häuptlinge zum Krieg entschließen, dann bist du verloren. Wie konnte Butler... Das ist jetzt Nebensache, Jonathan. Du darfst nur an dich denken. Du bist in großer Gefahr. Jetzt heißt es Blut um Blut. Jonathan für Kyoga. Sie haben beschlossen, dich umzubringen und deinen Leichnam als Kriegserklärung vor das Tor des Forts zu werfen. Der Krieg ist beschlossen. Ich muss das Gemetzel verhindern. Nein, Jonathan! Sie bringen dich auf der Stelle um! Jonathan! We'll be right back.
euer Freund. Wir sind keine Freunde mehr. Trotzdem bleibe ich euer Freund. Ihr dürft nicht alle für diesen Mord verantwortlich machen. Lasst mich erst den Mörder der Tat überführen. Wir wollten Frieden. Ihr gabt uns den Tod. Jetzt fordern wir Blut. Sein Körper soll mit brennenden Kriegspfeilen gespickt ins Fort geschickt werden. So soll es sein. Aber ich... Mutter! Sie haben Jonathan gefangen. Er ist unser Feind. Nein, das stimmt nicht. Denk daran, seine Haut ist weiß. Und wie sein Herz aussieht, weißt du nicht, Onida. Du sprichst nicht wie meine Mutter. Ich war auch Keogas Mutter. Ich liebte Keoga. Und jetzt liebst du den weißen Mann. Ich schwöre dir, Mutter, wer Jonathan umbringt, den bringe ich auch um. Und wenn es mein Vater ist. Unser Gesetz verlangt Blut um Blut. Ich muss ihm gehorchen. Das haben Männer erdacht. Denn nur Männer sind so töricht, etwas Sinnvolles im Töten zu sehen. Uns Frauen bleibt die Pflicht, immer neues Leben zu gebären, um die sinnlos Getöteten zu ersetzen. Worauf wartest du noch? Befreie den Mann, den du liebst, bevor sie ihn an den Marterpfahl binden und die blutdürstigen Narren ihn umbringen. Bald ist es soweit, Bleichgesicht. Du kommst auf den Scheiterhaufen. Wir ziehen dir die Haut nach und nach ab. Du wirst nicht schnell sterben. Ganz allmählich wirst du dein Ende finden. Ich werfe das erste Beil. Onida, beeil dich. Schneide mir die Fesseln durch. Über den Zaun und dann springen. Auf der anderen Seite ist dichtes Gestrüpp. Niemand kann dich hören. Du kommst mit. Ich muss bei meinem Volk bleiben, du bei deinem. Ich fliehe nur, wenn du mitkommst. Jonathan, du hast die Pflicht, deine Leute zu warnen. Wie kannst du das, wenn du hier bleibst? Ich liebe dich, Onida. Und komme zu dir zurück. Siehst du, Jonathan, ich mache die Augen zu, wenn ich dich küsse. Warum tue ich das? Sag es mir. Wer liebt, verschließt seine Augen vor allem, was außerhalb dieser Liebe ist. Geh jetzt, bevor ich meine Augen wieder öffne.
Da hinten kommt Mr. Adams angelaufen. Die Mohawks haben das Kriegsbeil ausgegraben. Helft mir. Ist er verletzt? Nein, nur erschöpft. Wir sind vor dem Überfall gewarnt worden. Wir können die Morgs noch abwehren. Trotzdem soll er uns so schnell wie möglich Hilfe schicken. Jawohl. Schließ das Tor. Lassen Sie mich raus. Keiner darf das Tor verlassen. Macht zu. Ich bin kein Gefangener und lass mich auch nicht wie ein Gefangener behandeln. Wir brauchen jeden Mann. Ich habe Sie gewarnt, aber Sie haben nicht auf mich gehört. Und jetzt verlangen Sie, dass ich mich mit den anderen umbringen lasse. Öffnen Sie das Tor und lassen Sie mich meiner Wege ziehen. Augenblick. Wie konnten Sie uns warnen, Butler? Woher wussten Sie von dem Überfall? Es genügt, dass ich Sie gewarnt habe. Woher wussten Sie, dass der Überfall in 24 Stunden erfolgt? War die Voraussage nicht genau? Seit Kovanens Sohn ermordet worden ist, sind 24 Stunden vergangen. Äußern Sie sich, Butler. Was hat ein Indianer schon zu bedeuten? Wieso wussten Sie von dem Mord? Ich habe es vielleicht geträumt. Von wie vielen Schüssen haben Sie geträumt? Nicht mehr, als dafür nötig sind. Ein Schuss genügt, um einen Indianer zu töten. Zwei machen aber viel mehr Vergnügen. Ebenso viel Spaß hat es Ihnen anscheinend gemacht, Kovan von der neuen Waffenlieferung zu erzählen. Das war ich nicht. Ein Mohawk hat es mir bestätigt. Wollen Sie etwa einem Mohawk mehr als mir glauben? Mohawks lügen nie, Butler. Das wissen Sie. Sie haben Keoga erschossen, weil Sie... Gehen Sie vors Tor, Mr. Butler. Viel Vergnügen. Aufwachen! Sagen Sie den Mohawks, dass wir die neuen Waffen nur sehr ungern gebrauchen. Hoffentlich kommen Sie noch dazu. Aufwachen! Lasst mich rein! Weg vom Tor! Um Himmels Willen, lasst mich rein! Greta, hole meine Gewehre! Lasst mich rein! Lasst mich rein! Wir müssen Lager für die Verwundeten vorbereiten. Helfen Sie den Frauen. Thank you.
Verschwinden Sie? Die kommen wieder. Aber dann werden wir Ihnen erst richtig die Hölle heiß machen. Greta, bring uns Wein. Einen Becher für jeden. Und dazu ein Glas Branntwein. Für Indianer ist er zu schade. Die verstehen nichts davon. Au! Halb so schlimm. Eine Entbindung ist viel schmerzhafter. Was wissen Sie von einer Entbindung? Denen haben wir es aber gegeben. Sie sind gelaufen, dass die Federn nur so flogen. Ob sie wiederkommen? Aber doppelt so viele. Und wenn nun die Verstärkung nicht rechtzeitig ankommt? Zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf. Wir wehren Sie ab, bis der Oberst mit seinen Männern hier ist. Jonathan darf sich am Kampf nicht beteiligen. Vielleicht wird er blind oder verletzt sich die Hände. Das bedeutet für einen Künstler das Ende der Karriere. Von einem Künstler muss man erwarten, dass er zuerst einmal ein Mann ist. Heute muss jeder kämpfen, auch für Frauen. Greta, ich bin neulich sehr hässlich zu Ihnen gewesen. Bitte entschuldigen Sie. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich bin nicht gescheit genug. Greta. Lieben Sie Jonathan? Jonathan liebt mich nicht. Das ist mein Pech. So etwas kommt oft vor. Liebe darf nicht fordern, sie muss Opfer bringen. Ich muss den Männern Wein geben. Warum stehst du so tatenlos in der Gegend herum? Die Verwundeten brauchen Pflege. Ja. Jonathan, wenn wir den Kampf überleben, dann komm bitte mit nach Boston. Nicht, um mich zu heiraten, darauf hoffe ich nicht mehr. Ich möchte, dass du dort in Ruhe arbeiten kannst. Nett von dir. Ich werde es mir überlegen. Thank you.
bedecken den Boden wie gemähtes Gras. Aber ihr Tod ist sinnlos. Wer hat in diesem Kampf gewonnen? Weder Rothäute noch Bleichgesicht. Kuwanen, Sie sind unser Gefangener. Das stolze Volk der Irokesen habt ihr nicht gefangen. Von heute an hören die Irokesen auf die Warnungen der Tuscaroras. Die Kriegsfackel brennt hell vom Salzsee bis zum großen Fluss. Wir werden die Bleichgesichter vertreiben, wie wir auch die Franzosen vor 100 Jahren aus unserem Land gejagt haben. Kuwanen! Das ist der Mörder Keogas. Er war weder ein Freund der Weißen noch der Irokesen. Er wollte, dass wir uns gegenseitig vernichten, damit ihm das Tal gehört. Sollen sich unsere Völker wegen dieses Verbrechers ausrotten? Soll sich der Fluch des Toten erfüllen? Zu viele sind schon seinetwegen ums Leben gekommen. Ihr Kutscher, das sind alle. Passen Sie gut auf die Bilder auf. Wenn Sie mal nach Boston kommen, dann besuchen Sie uns bitte. Ja, vielen Dank. Sie auch, Greta. Es war mir wirklich ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ach, ich bin so froh, wenn ich jetzt wieder in Boston bin und nicht mehr hier bei diesen unzivilisierten Indianern. Übergib bitte die Bilder der Massachusetts-Gesellschaft. Es sind 11 mehr, als bestellt waren. Kommst du nicht mit? Nein, liebe Tante Agathe, ich bleibe hier. Leb wohl, Lydia. Gute Reise und... Liebe darf nicht fordern, sie muss Opfer bringen. Greta hat mich das gelehrt. Sie sind doch eine Frau, Lydia. Das hätten Sie längst wissen müssen. Liebe Greta, von allen Frauen der Welt bist du nun mal die Klügste. Wir können die Tränen der Trauer trocknen. Der große Manitou hat uns einen Sohn genommen und dafür einen Sohn wiedergegeben. Darum wollen wir dir den Namen unseres Sohnes geben, Keoga. Mögest du glücklich leben, bis deine Seele deinen Körper verlässt. Und jetzt, geh zu Oneida. Warum schließt du die Augen, Oneida? Damit du mich küsst. Wo uns alle beobachten? Sie lernen sicher auch gern etwas vom weißen Mann.